Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal, die Trümmer der Ordnung. Und nachdem ich mich mal wieder mit Ruhm bekleckert habe beim Kämpfen gegen so wolfsähnliche Viecher, wollen wir mal schauen, was uns in dieser Folge erwartet. Ich laufe hier gerade mal so ohne Bewaffnung rum. Denn da drüben ist eine Mühle. Hier ist doch was. Ha! Das ist aber nicht das, was ich sammeln soll, oder? Ist das ein Hufeisen und ein Schwertzeichen? Was ist damit gemeint? Aber das ist ganz woanders, ne? Das ist weiter weg. Aber immer noch nicht diese blöden Pflanzen, die ich sammeln soll. Himmel, Arsch und, ne? Wolkenbruch und so. Boah, ich könnte mich hier stundenlang wieder umsehen, obwohl es ja dunkel ist. Ich hatte ja erwähnt, dass ich dabei spielen ein klitzekleines Sichtproblem habe. Oh. Da ist sowas wie ein Rindvieh. Oder ist jemand? Ja, das wäre ganz gut gewesen, dass wir ohne Bewaffnung hier ankommen. Mal schauen. Er wird nicht als Feind angezeigt. Oh, und da gibt es was zu essen. Wir reden mal mit dem, oder? Mit Pfeilchenantworten führen die Handlung weiter. Bla bla bla. Okay. Na, sieh mal eine an. Hallo. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Mhm. Was führt euch in diese Gegend, Madame? Das geht euch überhaupt nichts an. Ich bin mal nicht so unfreundlich, oder? Das ist eine lange Geschichte. Wo bin ich hier überhaupt und wer seid ihr? Wer ich bin? Findaliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich... So, alles dicht. Zumindest Servus. Für die Nacht sollten wir... Hallo? Moment. Wer ist das? Hey, nicht gleich. Nur eine Abenteurerin auf Durchreise. Ja. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieses Weib nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbus? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Unglaublich. Ich präsentiere Carbus, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Ja, ja, wenn passt ihr nichts schon. Mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Mhm. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen, ach egal. Was ist mit meinen Augen? Wie, Wissen, Also hier bei den Pfeilen, da geht's weiter und hier... Was soll denn mit meinen Augen sein? Ich, ihr habt etwas Seltsames an euch. Echt? Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Was ist mit mir? Und was macht ihr hier eigentlich? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Was für ein Bund? Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn er in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Ah, okay. Habt ihr den Wahn zum Tag? Ja, das kann man natürlich auch fragen. Oder erstmal wissen. Komm, wir wollen erstmal ein bisschen was wissen. Also erstmal eures Pfades. Entschuldigung, hab's vergessen vorzulesen. Ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Sorry. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Verdammte Steuerung, ich hab mich verdrückt. Also, ich wollte ja eigentlich von dir noch was wissen, lieber Finn. Und zwar, ihr meintet vorhin, ihr wärt eures Pfades Apothekarius. Was bedeutet das, eures Pfades?
Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Nö. Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben. Ah, ja. Meine mir von Malfas auserkorene Rolle. Eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Okay. Eine Berufung. Oh, Wissen über Enderer sammeln. 1 von 30. Von Malfas auserkorene Rolle? Ihr meint, die Götter bestimmen Berufe für euch? Echt jetzt? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist, als die Götter? Okay, also eigentlich machen die Entscheidung irgendwelche Typen. Ja, wollte gerade sagen, Kaste, genau. Ist das nicht frustrierend, an irgendeine Kaste gebunden zu sein? Wollt ihr nicht, ich weiß nicht, aufsteigen? In meiner jugendlichen Torheit wollte ich das vielleicht mal, ja. Aber dann habe ich begriffen, dass ungefähr die Hälfte von allem, was auf dieser Welt schiefläuft, auf dieses Aufsteigenwollen zurückzuführen ist. Ich will in erster Linie rechten Pfades leben und meinen Teil zum Erhalt unseres Volkes beitragen, das genügt mir. Und auch nur die, die das tun, gelangen am Ende zu Malfas in die ewigen Pfade. Also mit anderen Worten, gib dich mit dem zufrieden, was du hast. Und wer sind die Wegelosen? Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstaubschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Ja, Gesetzlose, alles klar. Sollen wir ein bisschen kritisch werden? Hä? Wegen den Göttern? Komm, mach mal ein bisschen kritische Konversation. Auf Nerim gibt es nämlich das Gerücht, dass die Götter tot sein sollen. Und hier gibt es das Gerücht, dass die goldene Königin eine Schwäche für Männer in Damenkleidern hat. Im Ernst, seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Ketzerei empfinden. Oh, ja. Danke für den Tipp. Ich werde meine Zunge in Zukunft hüten. Trotzdem klingt das Ganze, als versucht da jemand das Volk zu kontrollieren. Also für mich zumindest. Vielleicht. Andererseits ist der Pfad und die Struktur, die er dem Volk bringt, der Hauptgrund dafür, dass auf Enderal seit Jahrhunderten Frieden herrscht. Was man von eurem Land nicht behaupten kann. Ja, nur weil man sich halt auflehnen will. Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen, oder? Aber wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, was soll's? Ja. Ich bin neugierig. Könnt ihr mir noch etwas mehr über diese Gegend erzählen? Was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen, zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen, die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Verstehe. Und gibt es Orte, die für einen Abenteurer von Interesse sein könnten? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Was ist denn mit mir? Ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Und die große Ruine im Süden dahinter. Gut, danke schön. Dann möchte ich doch gerade mal, habt ihr denn Waren zum Tauschen? Ich habe in der Ruine ein paar Dinge gefunden, die ich gerne loswerden möchte. Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Zeig.
Kauft oder verkauft einen Gegenstand, indem ihr ihn auswählt und E drückt. Kaufpreise sind höher als Verkaufspreise. Doch die Namensauswahl unten, was durch die Namensauswahl unten könnt ihr zwischen eurem und dem Inventar des Händlers wechseln. Händlerinventare füllen sich nach ein paar Tagen wieder auf. Das wissen wir schon. So, das hat Finn. Ich könnte natürlich... Lebensabsorption habe ich schon. Das ist schön, das wird mir hier mit dem Auge... mit den Äuglein angezeigt. Morgenlufttrank. Oh, Ausdauerregeneration. Das könnte ich auch gebrauchen. Genesungstrank. Wie viel kostet der denn? 67. Ich glaube, ich verkaufe erstmal. Ich habe nämlich kein Geld. Okay. Die leichte Rüstung verkaufe ich jetzt auch mal, oder? Alte Kristallmünze. Zeug. Ach so, kann ich dir für sonst nichts? Naja, dann. Komm. Dann das alte Schwert weg. Malfassblüte. Dum, 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 dum. Ach so, das heilt mich. Wo ist der Menschenfleisch? Die Handschuhe brauche ich auch nicht. Die Kleidung auch nicht. Lachsfleisch. Hm, lecker. Mana-Pilz, Mehl, Menschenfleisch. Das ist zum Mischen. Es war ja klar. Der Morcher Langbogen, den brauchen wir noch. Eine Schaufel. Achso, da habe ich aber zwei. Komm, ich brauche da nur einen. Ist auch Quark. Spitzhacke brauche ich auch, wenn nur eine. Brauche ich eine Säge? Eigentlich nicht, oder? Komm. Wolfsfell. Und die zerschlissenen Kleider kommen natürlich auch weg, aber die brauche ich gar nicht verkaufen. Da kriege ich nämlich nichts für. Eieiei. 11. Egal, komm. Ist doch wurscht. So, das passt. Ich glaube, kaufen kann ich von ihm nicht wirklich was. Weil, da haben wir eh nichts. Genesungstrank. Er ist halt schweineteuer. Komm, lass mal. Kosten da jetzt drei so viel oder einer? Okay. In Ordnung. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Carboss, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Ja, mach das. Ich spiele. Also nein. Hey, was? Was war jetzt? Mir ist irgendwie nicht gut. Mir ist gar nicht gut. Ich glaube, mein Fieber ist stärker geworden. Er hat irgendwie doch recht, dass es mir schlecht geht. Oh mein Gott, ich sehe alles so verschwommen. Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ich weiß nicht. Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ja, ich habe plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht was dagegen? Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Ja, bitte. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Wärme bei Fieber. Jetzt brauchen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Es tut mir leid, mir geht's nicht so gut. Wenn diese kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon. Ja, wir haben da mal so einen Eid geschworen. Erinnerst du dich? Den gebrochenen helfen, den... Aha. Hallo? Mach einfach, was du willst. Keine Bange, werd ich. Ist alles okay so. Hier? Mir ist nicht so gut. Kümmerwurz. Ah, hier. Ich sehe dich auch ganz verschwommen. Mir ist schwindelig.
Ich sollte mich vielleicht besser herlegen. Scherköppe, ein bisschen Wasser. Mhm. Na bitte, fertig. Danke. Ich gebe euch jetzt erstmal... Scheiße, Finn, der Destillator! Was? Oh! Das wäre es doch, oder? Finn, dich. Tropfen haben mich getroffen. Tut doch was. Ach je. Sag doch mal, Finn, kriegst du eigentlich auch irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Leute. Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Verdammte. Ich hab da was gehört. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Aber ich hab da was gehört. Okay. Na bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Okay. Danke, aber was zum Henker war das eben? Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nicht. Das meine ich nicht. Aber diese Explosion, diese Stimmen, das waren doch eure. Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Aber da hat's doch gerade Wumm gemacht. Finder Liris starb 8234. Todesursache? Explodierender Destillator. Sehr, sehr lustig. Das hat er doch gesagt. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was? Was war das? Hallo? Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, ja, Scheiße! Ja. Ah. Was? Was zum... Gabos! Die haben mich getroffen, Finn! Ich kann in die Zukunft Schweine gucken. Die haben mich getroffen! Ah. Ich hab Visionen, das war das. Gabos, ich... Aber wo? Tut doch was, verdammt nochmal! Tut etwas auf! Shit! Das war die Explosion. Beendet, Neuland. Hallo, nicht so schnell! Sieh mal einer an. Unsere mysteriöse Überlebende ist wach. Jasper, was ist denn hier los? Wer bist denn du? Was? Wo bin ich und wer seid ihr? Jasper Mitumialdalvarek. Kurz Jasper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt... Ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Ja, ist ja gut. Und woher wisst ihr das so genau? Wart ihr etwa beim Angriff dabei? Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht eingegriffen. Aus zwei Gründen. Nummer eins, die Banditen waren gnadenlos in der Überzahl. Nummer zwei, ich pflege eine glückliche Beziehung zu meinen Innereien. Nett ausgedrückt. Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Verzeiht mir. Und das soll ich dem glauben, ganz ehrlich, am Ende gehört er dazu? Was ist mit meinem Fieber? Was wisst ihr darüber, bitte? Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber erster Klasse. Wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht erkannt hat. Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Badenliedern kanntet, richtig? Na ihr ja. Fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen bitteren Nachklang in eurem Kopf? Kann man so sagen, ja. Dann hängt das Fieber mit der Tatsache, dass ich plötzlich diese... Dinge tun kann zusammen? Ja, eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Na toll. Das ist an sich erstmal harmlos, von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen. Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klares Inhalt zu sprechen. Aber das Fieber lässt sich behandeln?
Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume. Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Na toll. Also verschlimmert sich das Fieber, wenn ich was Tränke trinke, schlecht schlafe? Und warum heulen diese blöden Viecher da im Hintergrund? Unter anderem, ja. So mächtig eine Magiebegabung macht, so anfällig und feinfühlig macht sie auch für gewisse Dinge. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht in irgendwelchen Ruinen schlaft, sondern in Lagern oder Tavernen. Okay. Und übertreibt es nicht mit magischen Tränken. Na super, und was passiert denn, wenn ich unvorsichtig bin? Wie wirkt sich das Fieber auf mich aus? Unterschiedlich, je nachdem wie schlimm es ist. Erst nur gelegentliche Kopfschmerzen, wie ihr sie vorhin schon hattet, dann verschwommene Sicht. Hatte ich auch schon. Und irgendwann akutes Sterben. Akutes Sterben? Das Fieber kann mich töten, ehrlich? Ja, alles hat seinen Preis, wie der weise Eremit so schön sagt. Blöder Spruch. Und wie kann ich mein Fieber behandeln? Mit Kümmerwurzextrakt? Was? Nein, das nützt euch auf Dauer gar nichts. Ihr braucht Ambrosia. Das ist die einzige Kräutermischung, die dem Fieber ohne große Nebenwirkungen beikommen kann. Das habe ich, habe ich. Ihr findet ihr auch in jedem besseren Alchemieladen. Allerdings kostet sie auch ordentlich was. Ja, super. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Visionen? Ja. Soll ich ihm das gleich sagen? Sind wir so vertrauensselig? Ich meine, ist ja auch mit irgendjemandem da als blinder Passagier auf dem Schiff aufgetaucht. Weiß ich nicht, ob die so ist. Sollen wir es ihm sagen? Ja, die ist noch so benommen, komm. So würde ich es zumindest nennen. Ich habe Vorahnungen von dem, was passiert. Hängt das auch mit dem Arkanistenfieber zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Pfeife Friedenskraut zusammen. Haha, sehr witzig. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Und ich kenne jemanden. Na, super. Aber im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen gesehen? Wieso willst du das jetzt denn bitte wissen? Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also, Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Ich weiß nicht, mich machen gerade diese Viecher da nervös, die da im Hintergrund heulen. Aber ganz ehrlich, ich kann nur noch das antworten. Ja, okay. Heilung gegen Informationen. Einverstanden. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Also, es war einmal... verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Für welchen? Das heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ja, aber es war kein gewöhnlicher Traum mehr, eine Erinnerung. Dieser Tempel war genau derselbe wie der da in diesem Tal, versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung, mitsamt den Visionen. Naja, genau. Puh. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber irgendwie glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Na Gott sei Dank. Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Und wer ist das? Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Arc. Echt jetzt? Oh, immer was zu tun. Und wenn ich euch nicht helfen will, und wer ist dieser Arbeitgeber? Das will ich eigentlich erstmal wissen. Ihr seid neugierig. Ja, natürlich. Das mag ich. Na schön, ich arbeite für den Heiligen Orden. Der Heilige Orden? Leibgarde der Götter oder was? Ja, aber wie ihr vielleicht wisst, ist das hier das Reich von Malphas, dem Götterwächter. Und der Orden regiert es sozusagen für ihn.
Der Orden ist die einzige Gesetzesinstanz und das spirituelle Zentrum. Aber glaubt mir, ihr werdet schon noch früh genug in Kontakt mit ihm kommen. Wahrscheinlich zu früh, oder? Und, ja. Ark? Die Hauptstadt des Landes. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein. Bla, bla. Niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so genau. Weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Okay. Schön, schön. Gott, ich bin so neugierig. Ich will ja so viel wissen, aber ich kann mir eh nichts merken. Also, also das da sage ich... Das frage ich jetzt nicht, ganz ehrlich, weil wir sind ein netter Mensch und jetzt sind wir doch eh schon auf ihn eingegangen. Also, na schön. Ich helfe euch, okay? Je schneller ich dieses Fieber los bin, desto besser. Ich weiß da überhaupt nicht, was ich machen soll, aber ist ja egal. Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an? Bitte was? Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Mhm. Zum Beispiel die Vatyren. In letzter Zeit wurden immer mehr Wanderer auf offener Straße von ihnen angefallen. Einfach so. Und auch die Verlorenen, die lebenden Toten. Schön. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder fünfte nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es in der Nähe von alten Grüften jetzt aussieht. Chaotisch? Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Was ist das denn? Meint ihr, dieses Chaos könnte mit den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen zusammenhängen? Auf Nerim erzählt sich jeder davon. Ja, die Gerüchte. Ich habe sie auch gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahr sind und dass hier ein Zusammenhang besteht. Dann meint ihr tatsächlich, dass jemand die Lichtgeborenen getötet hat? Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Meiner Meinung nach waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Scheingötter. Ha! Ehrlich? Wie denkt das Indra... Was indraläische Volk denn darüber, bitte? Das überlässt das Denken generell dem Orden. Mhm. Und der dementiert die Gerüchte natürlich. Allein darüber zu sprechen steht unter Strafe. Das war ja klar. Aber vielleicht ist das auch vorerst besser. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land jetzt noch braucht. Und ich dachte immer, die Endralea sind das frommste Volk der zivilisierten Welt. Bitte, nehmt mich nicht als Beispiel. Ich habe gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die durch mächtige Magie erreicht werden können. Und allzu neu ist die These nun auch nicht. Wer halbwegs herumgekommen ist, kommt eigentlich gar nicht daran vorbei. Und ganz im Ernst... Wären die Lichtgeborenen tatsächlich so allgegenwärtig und allmächtig, wie sie behaupten, hätten sie dann nicht auch die Macht, mich hier und jetzt mit einem Blitz zu zerschmettern? Die Lichtgeborenen waren bessere Könige. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Und ich hoffe, der Blitz kommt nicht. Moment mal, ich warte noch auf den Blitz. Ihr gefällt mir. Aber wir schweifen vom Thema ab. Stimmt, ihr hattet etwas von einem roten Wahnsinn erzählt? Ja. Aha. Es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »Fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. Hm. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Okay, das ist auffällig. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen. Andere nennen es die Besessenheit. Gruselig. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur, dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Ein Magister, ehrlich? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 60 Wintern auf dem Buckel. Und was hat er getan? Er nahm sich und 15 jungen Novizen das Leben. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten.
Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, dass die Menschheit verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und... nun ja, riss sich selbst mit einer magischen Explosion in zwei. Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Was ist nun eure Rolle in all dem? Ihr sagtet, ihr arbeitet für den Orden, aber ich vermute, ihr seid kein Mönch. Sollen wir darauf noch weiter eingehen? Ach komm. Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr, meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen dergleichen. Ein Tomb Raider. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es denn ein Muster gibt. In anderen Worten, ihr sucht nach seinen Beweggründen. Wie könnte ich euch da helfen, bitte? Ich weiß überhaupt nichts über diesen Mann. Ja, aber das ist unwichtig. Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft. Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Ja, gut. Klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich denn bitte anfangen? Also, zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Jero hatte dort einen Jugendfreund namens Alfred. Sprecht mit ihm und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Tauchen? Ich ehrlich? Selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Danke. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Okay. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Na dann. Ist ein Quest hier mit einem Sternchen markiert, so ist dieser ein Indikator für dessen Schwierigkeit. Und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission bestreiten solltet. Sehr leicht, leicht, mittel, schwer. Okay. Leicht, leicht. Die Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses ins Meer geworfen hat, finden. Okay. Ja. Na gut. Jetzt haben sie aufgehört, die Wölfe, oder was das für Viecher sind. Nein, doch nicht. Sie sind immer noch da. Aber wenn ich jetzt da echt zurückgehen soll... Mal ganz ehrlich... Seid willkommen, ihr frohen Zecher. Kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen. Und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen. Zweimal für des Paters Segen. Dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Na gut. Wenn ich da zurück muss, dann laufen wahrscheinlich wieder diese Viecher entgegen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Also mindestens eine Folge kommt auf jeden Fall noch. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Ja, du singst vor allem laut. Das nervt gerade so ein bisschen. Und, schau mal. Schön. Genau. Ich verabschiede mich hier, weil die Folge ist jetzt wahrscheinlich schon ewig lang geworden. Durch diese lange Konversation, die wir jetzt hatten, ist sehr viel zu lesen, sehr viel jetzt zu sagen. Eine gute Pfeife. Ja, dann rauch mal schön. Mach das, Jesper. Und ich verabschiede mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.